So, meine Fahrgäste, genau. Alter, ich bin so krank. Ich weiß nicht, ob man mir das anhört. Beim Reden tut mir meine Nase kratzt. Das ist eklig. Das ist neu. Die haben sowas gemacht. Uiuiuiui. Oh, das war's. Ich wollte gerade mit Lenkrad fahren. Ja, da ich jedes Mal vergesse, wie das heißt. Oder wie ich Nummer ist das? Wir haben jetzt die nächste Fahrt. Am Hals. Termin ist immer noch aus, weil es ja bei mir ein bisschen rumspackt. Ja, ich habe nur zwei Hallo? Türen. Jo, Taxchen. Ja, erstmal rumstehen, nicht wahr? So, fahren wir erstmal los und gucken mal, was der Tag uns heute so bringt. Und ja, falls du wieder schreibst, du eine Person, die weiß, wen ich meine. Ich komme nämlich gerade nicht auf den Namen drauf. Ja, mein Intro ist laut. Ich vergesse es auch jedes Mal zu ändern. Also, tut es mir leid. Wir sind jetzt auf deiner Fahrt, die eigentlich nur im Industriegebiet rumführt. Also einmal im Agrarzentrum war das ja hier. Dann ins Industrieding hier. Ja, hier will ich hinaussteigen. Dann fahren wir auch gleich weiter, damit wir ja keine Zeit verlieren. Genau, pünktlich wieder losgefahren. So, 1:50 haben wir Zeit bis zum Forschungszentrum. Also für die Leute, die das Spiel kennen, ihr wisst, wo ich mich befinde und ihr wisst, welche Missionen ungefähr ich jetzt, glaube ich, mache. Nachdem ich diese ganzen Missionen fertig habe, möchte ich das ganze, die ganzen Fahrten ein bisschen ändern. Ja, falls im Hintergrund irgendwas laut wird, das ist meine Waschmaschine. So. Dann gucken wir mal. Oh, wir können weiterfahren. Ja, das ist, wenn man mal kurz aufs Handy guckt. Aber die Lichter sind immer noch so extrem übertrieben. Na, Kollege. Das war die Falschtaste. Ich war immer noch im Euro Truck Simulator. Du meine Güte. Ja. Das war mein eigener Bus. Alter, ich habe doch noch nie mal den Reitstein. Alter. Die Runde fängt ja gut an. Ich bin ja richtig gut gelaunt jetzt. So. Wir haben es für mich jetzt der Tag der deutschen Einheit. Wir haben es 10 Uhr früh. Waschmaschine läuft, ich wollte was aufnehmen, damit ich dann meine Mäuschen misten kann. Und ich bin eingeschlafen. Ja, aber viel hast du noch nicht verpasst. Trotzdem wäre schön, wenn ich quatsche mal Mutter wärst, damit ich mal nicht ganz so alleine quatsche. Schon wieder, Alter. Perfekt geparkt. Rampe. Beleuchtung. Es ist viel zu heiß draußen. Und wie war das noch gleich? Point, Gruyère, Rondeur. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Eigentlich überlege ich gerade, wie Tempomat anging. Aber habe ich gerade keinen Plan. So, wir haben jetzt 2 Minuten Zeit, da drüber zu fahren. Weil ich fahre doch schon ein bisschen schneller als erlaubt. Gut, im Euro Truck ist es natürlich auch klar, dass ich da schnell fahre. Aber sie war es nicht. Nee, es war ja das Aussteigen. Das habe ich gerade schon probiert. Was ist Beethovens Lieblingsfrucht? Jetzt auf die Schnelle habe ich das nicht gesehen. Na Judy. So, ich merke langsam, es geht teilweise bergauf wieder mit den Aufrufen. Mir reicht es, wenn die Aufrufe kommen, bin ich ehrlich. Die Wiedergabe Minuten oder sowas, das interessiert mich null. Weil ich ja keine 3 Stunden Arbeit dahinter setze. Deswegen,
Es ist schön, wenn sich Leute das Video bis zum Ende angucken würden. Passiert aber eh nichts. Ich höre auch die ganze Zeit diese... Keine Ahnung, wo das herkommt, Madame. Junge Frau oder wie auch immer. Wir dürfen da, glaube ich, hier 70 fahren. Oh, ich muss mal abbremsen. Wie bin ich denn hier gelandet? Ja, du bist in den Bus eingestiegen und wir sind gefahren. Da muss man so. Aber wenn ich die ganze Zeit rede, wird mir irgendwie schwindelig, schlecht und sowas. Alter! Jetzt habe ich vielleicht mal ein bisschen Zeit zu kontrollieren. Weil hier hinten waren jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Linien. Feststell, Hauptbeleuchtung, abblendend. Radar M? Nee. Fahrertür. Hey. So, gut, egal. Hier, bitte. Hier, bitte. Hier ist wie oft wollt. Na klar. Hier ist die Fahrkarte. Oh. Wo hab ich denn? Oh, da kommt der nächste. Augenblick? Jetzt sollten wir uns beeilen. Ich habe außerdem ein paar Leute gekündigt. Also die Asse, weil die mich 1000 abzocken im Monat. Ich weiß nicht, ob das wirklich so einen Unterschied bringt. Aber... ja, ich habe jetzt erstmal die Asse gekündigt, so. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Blinker, Radar, Hupe. Fahrstandbeleuchtung, Kopfbeleuchtung, Spot. Ich habe echt keinen Plan. T. Da. Machen wir es eben so. Wenn es nicht anders geht, dann gehen wir über T. Ich überlege, mir einen Hund anzuschaffen. Echt? Oh nee. Kommt's. Also, ich glaube, das wäre total schön. Aber ich weiß natürlich, die ganze Arbeit. Aha. Na gut. So, jetzt haben wir erstmal Tempomat drin. Jetzt können wir Gas geben, wie wir lustig sind. Unser Tempomat hält uns auf. Zum Glück. Hoffentlich leider. Ich habe Zeitstress. So, los geht's, ab zur Lagerhalle. Oh, nein. Scheiße, schon wieder verfahren. Letztes Mal genau das gleiche. Nicht hier rein, sondern hier rein. Scheiße, wieder noch weiter zu spät. Alter. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt irgendwas mitgenommen hätte. So, hier möchte ich noch aussteigen. Ja, das kriegen wir hin. Oh, sind wir so spät? Das kannst du den ahnen. Aber falls einer sagt, ja, nimm noch Nasenspray, ja, nimm noch Erkältungszeug oder sonst was. Ich habe schon genug genommen. Ich habe auch wegen dem Hals, weil ich Schmerzen hatte im Hals, Kamilltee gesoffen. Kannweise, beutelweise, was auch immer. Und geholfen hat. Ja, es hat geholfen. Und ich habe noch so heiße Zitrone als Tee. Und das hat mir letztes Mal geholfen. Letztes Jahr.
Bis jetzt noch nicht. Ich habe zwar zwei Beutel getrunken. Und weiter geht's. Aber wir müssen dann irgendwie mal die ganzen Fahrer ändern hier. Also hier stehen 1000 Leute rum, obwohl der Bus in die gleiche Richtung fährt. Das ist... Ja, es ist scheiße. Es ist wortwörtlich scheiße. So. Ab hier rein. Ja, das war klar. Was ich irgendeinen mitnehme. So, und jetzt müssen wir sämtliche Haltestellen hier. Du kannst schon mitten auf die Straße fahren. Wir sind auf der Hauptstraße. Ach, scheiße. Junge, fahr weiter! Fahr weiter! So. Aber sag bitte nicht. Ja, jetzt ist das Spiel im Dilemma. Okay. Das Spiel hat sich doch wieder eingekriegt. Weil nämlich dort hinten war ein Kreuzungsgebiet. Manchmal weiß das Spiel nie, wenige Wörter die Vorfahrt, aus welchem Grund auch immer. Und dadurch ist er vorne nicht weiter gefahren, weil er eigentlich woanders lang fahren wollte. Und durch, warum das Schieben jetzt, also fast Schieben gelohnt hätte, hat, weiß ich nicht. Bis dann. So, ich hoffe, ich kann gleich noch mal Kontrolle machen. Oh, ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Weiter geht's. Wenn bloß im echten Leben so die Leute halten würden. Oder stehen bleiben würden, so. Moment, wo ist mein Hut hin? Dein Pech. Du bist mal, ich halte jetzt nicht nochmal für dich an. So, ja. Eurotruck Simulator. Habe ich jetzt auch allein weitergespielt. Weil es richtig geil ist, einen eigenen Hänger zu fahren. Ich habe fast das Geld zusammen, oder ich habe schon das Geld zusammen für den ersten Megaliner. Obwohl Megaliner ist es ja nicht. Die Megaliner sind die Einhänger. Das sind ja ganz andere. Ich möchte auch keine aussteigen, deswegen können wir gleich weiterfahren. 4-3, nicht P1. Und hier halt man, egal was kommt. Und hier können wir Kontrollen machen. So. Dann lass uns mal nach hinten gehen. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Hier. Okay. Ja, bitte. Okay. Ihr hört euch zwar gleich an. Was? Augenblick da. Hier, bitte. Wie war das noch gleich? Gruyère? Ach stimmt, es war Gruyère. Was? 30 um die Ecke schleichen, Alter. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Na, jetzt nicht. Jetzt ist das Geräusch weg. So. Jetzt können wir hier reinfahren, schön. Und gleich müssen wir dann nochmal eine Ehrenrunde fast drehen. Wir fahren wie immer nochmal zum Center. Zurück. Alter, leck.
So. Eine Minute Zeit zum Öl auf den Nord. Ich glaube, das kriegen wir hin. Das ist kein Problem. Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Da. Port Amber raus. Und jetzt fahren wir in den Ölhafen rein. Dass wir hier nicht mehr als 50 fahren dürfen. Auch faszinierend. Wir sind außerhalb, aber dürfen nicht mehr als 50. Klar, lohnt sich auch nicht, aber theoretisch ist es ja erlaubt. Ich muss teilweise hören, weil bei uns geht ganz schöner Wind draußen. Ob es echt oder Spiel ist. Habe Blinker richtig gesetzt. Ich finde schade, dass man hier nicht drauf können. Das würde mich interessieren, ob das wie das dort oben aussehen würde. Irgendwie muss mein PC mal wieder lernen. Ja, ich weiß, Computer. Ich weiß, irgendwas stimmt mit dir nicht. Stehen hier alle aus? Ich glaube, da sitzt noch einer. Alter, was ist mit meinem Computer los? Na klar. Ich hatte heute schon Internetprobleme gehabt. Ach so, hier. Ja, komm, so viel Zeit muss sein. So, weiter geht's. Was ist denn los mit meinem Computer? Möchte ich eine neue Festplatte holen? Alter, habt ihr das gehört? Als ob die Grafikkarte gleich schmeckt. Nee, es ist Soundkarte. Oh. Ach, im Hintergrund dieses. Hat sich angehört, als ob ein Blinker ist. Das ist verrückt, das ist krank. Das nenne ich guten Service. Ich glaube, beim nächsten Mal, also wenn wir die Mission hier fertig haben, dann kriegen wir auch den Busbahnhof dazu. Geist. Genau, Endstation. Da hinten kommt der andere Bus. Sind sogar gleich zwei Busse. Das ist das, was ich gemeint habe. Und beide fahren eigentlich gleich. Gut, okay, warum der hier rumfährt, ist eine andere Geschichte, weiß ich nie. Ehrlich, so bin ich wahr. So wenig habe ich bloß gedrückt. Also 47 Sekunden noch. Ach, komm, ich will das noch schaffen hier. Immer diese Fußgänger. So. Geschafft. Da haben wir auch schon den nächsten Partie geschafft, Mensch.
Das geht ja aber schnell. Ich habe Vorfahrt. Anscheinend hatte ich Vorfahrt. Geht angehalten. Jo, du mit deinem scheiß Bordstein. Ah, ich steig aus. Ah, Endstation. Verwaltung. Ich vergesse immer, dass ich nicht springen kann. Und Standbild. Nee, ja. Standbild. Ich kann nichts machen. Jetzt. Einmal Kollision. Alter, jetzt kommt's hier. Oh, jetzt leckt das, es leckt rum. Alter, wie das rumleckt. Gut, ich glaube, ich muss mal gucken, ob mein PC noch überhaupt lebt. Ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch einen Moment, ich habe einen Daumen unten, schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr von sie wollt oder auch nicht. Mit dem Einkommen bin ich richtig, richtig zufrieden. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt wenn sie. Ciao, ciao.